So, da sind wir wieder bei der neuen Folge von Heartland bei State of Decay 2. Wie fahren wir jetzt im Schloss? Rechts wieder lang, oder? Jetzt haben wir also 2, 3. Warum ist das hier so rot? Achso, deine alte Homebase. Und was ist das hier? Na gut. Das war ja richtig scheiße. Juggernaut sighted. Not good. How'd that? Welcome to base. Don't touch my shit. Thanks. You won't regret it. Okay. Trauma-Apotheke. Gott, oh Gott. Was können wir. Und jetzt kam auf einmal auch gleich das Achievement. Scheint auch ein besonderes zu sein oder ein seltenes. Weil Gott umrandet. Medizin können wir reinklatschen. Nahrung, Baumaterial. The fire department trained me as a paramedic. If we had a good pharmacy, I could keep us all in good shape. Nein. Well, we have room to build. What'll it be? Wie sieht's denn aus mit Benzin eigentlich? Da dürfte man doch ewig viel Platz haben, ne? 135, juhu, rinde mit. Supplies delivered. So, die Nahkampfwaffe wechseln wir jetzt auf jeden Fall. Please, my friend, just come and listen to what I ask of you. Ah, das ist gut. We have too many people living here. Has to be a fire hazard. Serious enough that I'm gonna see the doc. I'm gonna rest up a bit. I'm gonna go get checked out. Make sure everything still works like it should. So, wie sieht's bei... Ups.
ihr aus hier? My last group worked hard to build ja, this place up. Das kennen wir ja mittlerweile. It was worth it. Was haben wir denn jetzt hier? Medizinische Beratung, aha. Okay, I'm all better. Okay. Mit den Betten müssen wir uns auf jeden Fall auch kümmern. Na dann, gehen wir zu Ray. Gucken wir auch erstmal alleine hin, weil der müsste ja der Typ mir zumindest helfen. Turns out I ain't quite dead yet. Surprise, surprise. Die solchen Zombies haben unser Zuhause übernommen. Kannst du uns bitte helfen? I knew you'd come through. Thanks, my friend. Und das soll ich jetzt auch noch alleine machen, oder was? Ich dachte hier. Das Haus räumen. Dann nehme ich aber auf jeden Fall jetzt was mit. Acceptable. Life is currently acceptable. Acceptable. So, wir haben noch ein paar Granaten gekriegt, ne? Rohrbomben. Und ich werde was gegen die Blutseuche mitnehmen. Ich werde dich mitnehmen. Hey, sister. I could use some help if you don't mind. Lead the way. Und Munition. Werden wir auf jeden Fall noch was mitnehmen. So, 9 mm. I can't believe we found a base as big as this one. Ich nehme jetzt extra die Karre. Vielleicht haben wir Glück und können durch ein Fenster das Seuchenherz platt machen. So wie auf den Kampagnenkarten. Dafür wäre die Ladefläche eben ganz gut. Dann wäre zwar unser Buddy hier überflüssig, aber dann, den könnte ich ja noch wieder dann nach Hause schicken. I got knocked back a bit, but I'm good to go. Ah, klasse. Überall nur noch Freaks hier. Wie muss ich denn fahren? Okay. Ich frag mich ja, ob das jetzt irgendwie was bringt, wenn man die solchen Herzen eigentlich platt macht.
ob denn weniger spezielle Zombies da sind oder. Es ist ja nicht so wie bei dem normalen Karten, dass hier dieses Blutzeugenzeug regnet. Und es sind ja überall auch Blutzeugen-Zombies, ne? Keine normalen. I made it. Now to get down to business. God bless you, my friend. Good luck. No worries. Way too many plague zombies in this part of town. Ich probiere es jetzt erstmal aus. Ob ich das jetzt auch wirklich sehe, bevor ich den wegschicke. Müsste klappen. Okay, Bro. Wieso kann ich dich jetzt nicht wegschicken, mein Freund? Was ist das denn? No room for that. Wie keiner. Ist sie voll oder was? Ach, Scheiße. Ach so, Munition, ah. Time to reload. It's in bad shape. Gotta keep at it. And just like that, no more plague heart. Words can't express how thankful I am. I won't forget this, my friend. No worries. Neue Funkbefehle. Mal gucken. Oh, nice. Check it out. A friendly face. Auf jeden Fall müssen wir das solchen jetzt looten. Okay. Ja, können wir gleich tanken. Zack. This is a load and a half. Wundert mich bloß, dass ich ihn nicht wegschicken konnte. Jetzt konnte ich wieder ansprechen, das ist ja seltsam. Weil wir die Mission schon angefangen hatten dann, oder was? So, eins, zwei. That's pretty heavy. Hey, Sister. Das würde ja auch bedeuten, dass ich mitten in der Mission gar nicht auf die Gegenstände. Ist ja voll. Scheiße. Zugreifen kann.
Ja. Punkt. Das heißt, wenn man vielleicht mal so überlegt, ah ja, ich nehme einen Haufen Munition mit, dem gebe ich auch was, dann kann ich halt in der Mission, falls ich was verbrauche, gleich wieder was nehmen von dem. Klappt ja nicht, das ist ja blöde. Ey, wo war das jetzt? Ach hier. So. Lief gut, dadurch, dass wir sie durchs Fenster schießen konnten. Hätte ich am Anfang nicht so gedacht, weil wir so weit durch die Mauer abgeschottet waren, aber hat gut geklappt. So, vielleicht haben wir Glück und kommen hier irgendwie raus. Sieht ja eigentlich so aus, als ob man hier noch looten könnte, oder? Upsi. I gotta watch the noise. Locked. Better than nothing. Someone was sorry to lose this. Okay, ich hoffe, wir hatten noch jetzt Platz im Auto. Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist das denn? Listen, if you're ever really scared, just picture the zombies in their underwear. Ich mal gucken. Hey there, Keisha. Okay. Nicht so aus, als ob wir das irgendwie stacken könnten, oder? Mist. Ich hätte mich gern das andere Ding hier auch noch gelootet. Na dann. Ab nach Hause. Ach so, machen wir es mal ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.